Ja, liebe Noppenstein-Freunde, man könnte glauben, Bluebricks würde mich bezahlen. Aber nein, weit gefehlt. So ist es leider nicht. Sie haben halt jetzt im Moment viele Sachen rausgebracht, die mich interessieren. Und heute ist also eine neue Lieferung gekommen. Unter anderem wieder eine Lok. Und die möchte ich zusammen mit euch aufbauen. Also viel Spaß beim Video. Ja, und zwar geht es um die Diesellokomotive V36. Das Ganze hat 320 Teile, hat gekostet 1944 und das macht einen Steinepreis von circa, ich glaube, 6 Cent. Genau. Es ist jetzt nicht gerade günstig. 6 Cent pro Stein, es ist auch für Bluebricks-Verhältnisse relativ teuer. Also wollen wir mal hoffen, dass sich das auch lohnt. Und wir machen das Ganze mal auf und schauen mal rein. Ich meine, 320 Teile ist jetzt nicht gerade die Welt. Aber, oh, und wieder fallen mir da zwei Steine entgegen. Und zwar solche Gitter, einmal zwei. Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich haben die wieder irgendwo gefehlt oder so. Es war ja bei beim grünen Krokodil auch so, da sind mir die Roboterarme entgegengefallen, als ich aufgemacht habe. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und ja, es ist auf jeden Fall überschaubar. Wir haben hier 6 Tüten insgesamt. Und ich würde sagen, ich mache es wie immer. Packe das auf meine Teller, verändere die Kameraeinstellung und dann melde ich mich wieder bei euch. Also bis gleich. Es hat alles ganz entspannt auf 3 Teller raufgepasst und ich habe auch schon mal angefangen. Die ersten 20 Bauschritte sind abgeschlossen von insgesamt 99 Bauschritten und ich muss mich erstmal korrigieren. Es waren also nicht 6 Tüten, sondern 7 Tüten. Eine war so ein bisschen verknautscht in der anderen drin, so eine kleine noch. Ja, und das haben wir jetzt also im Moment gebaut. Was mich hier eigentlich schon ein bisschen immer nervt, ist, dass man dieses Untergestell mit den Rädern immer als erster baut. Weil jetzt hier drauf noch weiter zu noppen, das ist immer blöd. Also je nachdem, was jetzt kommt, ich weiß es ja noch nicht, werde ich dann das extra bauen und zum Schluss draufsetzen. So, jetzt also mal hier zu diesem ganzen Teil. Ja, wo fange ich an? Also hier die Achsen sind schon mal auf jeden Fall gut. Die Räder halten, fallen auch nicht von selber ab. Das ist schon mal viel wert, da kann man also nichts sagen. Der Bau war also ganz entspannt. Das schaut bei dem Vorderbau hier schon wieder etwas anders aus. Denn ihr seht zum Beispiel hier, genau, das ist zum Beispiel ein Teil. Das hängt hier an einer Noppe unten dran. Ja, ich muss erst mal schauen, wie das war, so war das ja. Das hängt hier an dieser einen Noppe. Ich zeige euch das mal. Wenn es dann scharf macht. Nein. Jetzt komm schon. Okay, also hier haben wir eine Noppe. Und das hängt dann hier unten dran und soll einigermaßen halten. Was natürlich nicht der Fall ist. Na, ist klar, ihr habt es gesehen, das fällt unheimlich schnell ab. Das nächste, das zeige ich euch auch noch, hier an diesem. Hier sind zweimal eine verbaut und zwei runde einer verbaut. Und die sollen hier in dieser Öse da, halt, ich muss es so zeigen, in dieser Öse da halten. Jo, da habe ich jetzt, glaube ich, ihr seht das schon wieder, das ich habe 5 Stück gebraucht, bis es einigermaßen mal vorne gehalten hat. Aber ihr seht schon, also das ist, nee, ihr seht es nicht, wenn ich den Finger davor halte. Hier. Wie soll das denn da drin halten? Das ist mir ein Rätsel. Ich probiere jetzt nochmal einen anderen aus. Ein paar habe ich ja noch. Also diese 1x1. Mal schauen, ob sie jetzt besser ist. Ne, auch nicht. Ja, ihr seht schon, die funktioniert auch nicht. Also das ist was mir nervt. Ich habe bei dem einen auf der linken Seite, habe ich wenigstens noch einen gefunden, der einigermaßen stramm sitzt. Aber hier irgendwie, ne,
Ich habe keine Ahnung. Hey, ich will doch nicht deinen Kleber verwenden. Jetzt hört mir auf. Das ist vor am Anfang. Ich habe 20 Bauschritte und muss mich schon wieder so ärgern. Das gibt's doch gar nicht. Nee, also ich glaube so langsam. Ne, das ich kann da. Das gibt's einfach nicht. Ne, das hält nicht. Da kann ich machen, was ich will. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum das nicht halten will. Das ist mir echt ein Rätsel. Ja. Jetzt komm schon. Ah, ich habe einen erwischt. Hurra. Also, da habt ihr schon gehört, das hat so einen leichten Knack gemacht. Und das hält jetzt. Ja. Wenn man es denn sieht. So. Ja. Also, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also da fällt mir echt nichts mehr zu ein. So ein Blödsinn dazu bauen, das habe ich ja noch nicht gesehen. Zu früh gefreut, ist schon wieder abgefallen. Ach, Leute. Das ist unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, wofür das überhaupt sein soll, aber... Oder was das darstellen soll. Das gibt's doch gar nicht. Das hält... Einfach nicht, da kann ich machen, was ich will. Jetzt habe ich gedacht, das hält hier einigermaßen. Nö. Nee. Keine Chance. Nee. Okay, also das bringt jetzt nichts. Sonst ärgere ich mich hier, also werde ich jetzt mal langsam in Ruhe sehen, was ich da machen kann. So, die Hälfte von unserer V36, also Bauschritt 50, haben wir abgeschlossen. Ja, ihr seht schon, es ist zweigeteilt, weil mir das beim Aufbau hier immer wieder abfällt. Ich mache es jetzt mal wieder ran. So soll das ja da mal ausschauen. Hier ist wieder so ein Batteriekasten. Und ihr seht schon, das ist... Ich mache das mal wieder weg hier. Ja. Das ist überhaupt nicht... So, jetzt kann man es gut erkennen. Das ist überhaupt nicht richtig bündig, weil das lässt sich... Hier, ihr seht schon, das lässt sich überhaupt nicht richtig verbinden, hier der ganze Müll. Ich sage das jetzt leider so, weil irgendwie hält dieser Dummy nicht richtig da drauf, wie es eigentlich sein soll. Ja. Ich traue mich den auch gar nicht richtig irgendwie festzudrücken, weil mir jedes Mal wieder irgendwas dann abfällt. Ja. Das hält jetzt einigermaßen, aber bloß nicht zu viel anfassen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass das ja noch alles überbaut wird, aber ihr seht schon, das ist... Ja, auch hier... Es ist jetzt nicht so das Wahre, ehrlich gesagt. Also da haben mir andere Loks schon wesentlich besser gefallen. Auch hier, das ist so eine blöde Bauweise hier mit dem Fenster. Es sind 2x3 Steine. Die sind hier übereinander. Ja, die werden auf den beiden Noppen draufgesetzt. Aber nicht so, dass das erst so zusammengebaut wird und dann rein. Nee, da wird erst das Fenster reingemacht, dann wird ein 1x2 Stein reingemacht, dann ein 2x3 und darauf dann nochmal ein 2x3. Naja, dass das immer dann hier wieder umkippt, das erklärt sich ja von selbst. Ja, wie soll ich denn da noch ein 2x3 drauf machen? Wenn ich den festdrücke, dann macht es flöpp und dann ist das ganze Ding wieder drin. Ja, also... Ich komme teilweise mit der Bauweise einfach nicht klar. Warum kann ich nicht einfach dieses Untergestell dann weglassen? Oder beziehungsweise ich baue das erst... Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Setzt da noch was drunter, dass es ein bisschen Stabilität hat, wo ich es andrücken kann. Aber dadurch, dass das Hinterteil ja auch immer hier abfällt, ja, habe ich hier so eine Lücke. Und wenn ich da was drauf drücke, dann macht es immer so. Ja, okay. Wie dem auch sei, ich mache jetzt mal weiter mit Bauschritt 51 und melde mich dann wieder. Ja, Bauschritt 79 ist abgeschlossen.
Und ihr seht schon, es liegen immer mehr Teile daneben. Das hat folgenden Grund. Erstmal habe ich hier die Räder jetzt endgültig abgemacht. Ja, weil das ist nervig. Also da irgendwas draufzusetzen, das fällt ja immer wieder ab oder beziehungsweise man hat ja überhaupt keinen richtigen Druckpunkt, dass man da Sachen drauf machen kann. Dann meine Aufbausachen hier, Anbauteile. Das ist ja ein 1x1 rund und ein eckiger jeweils zusammengebaut. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und hier, das zeige ich es nochmal von nah. Ne? Ihr seht es da, beziehungsweise hier reingenoppt werden sollen. Und die sind mir jetzt wieder abgefallen, weil die haben einfach keine Klemmkraft. Da kann ich machen, was ich will. Die blöden Dinger halten nicht. Ja, ich tue es jetzt mal so rein, dass ihr das sehen könnt. Und dann kippe ich es nach vorne. Moment. Und schon ist es wieder draußen. Ja, also das Ding, die halten gar nicht. Die lasse ich jetzt echt draußen. Hier ist es ja so bei dem. Mal gucken. Hier sind sie ja auch. So, mal Scharfstellen, genau. Hier sind die ja auch, die Dinger. Ne? Da ist es ja auch so gemacht, dass die in diesen Rundungen halten. Da geht's. Aber auch da habe ich sehr zu kämpfen gehabt. Und die bewege ich jetzt nicht mehr. Und wie schon gesagt, ich weigere mich einfach, einen Kleber einzusetzen. Also, das mache ich nicht. Dann lasse ich den Punkt, Punkt, Punkt weg. Und ja, dann schaut es halt nicht so aus, wie es aussehen soll. Hier haben wir jetzt eigentlich, es ist jetzt eigentlich gut gebaut, die Seiten. Wobei, das sind ja zwei so eine Platten, die werden dann rangedrückt. Und da ist bei mir auch das eine schon abgefallen oder beziehungsweise zusammengebrochen wieder, weil das ja mit dem Fenster hier drin ja nicht hält richtig, habe ich euch gezeigt. Ja, und ja, da musste ich es wieder zusammenbauen, aber jetzt habe ich das richtig zusammengeklickt. Ansonsten so, an sich schaut es ja gut aus, aber diese Bautechniken, Blue Bricks, also das ist, ich will ja nichts sagen, aber fast wieder ein bisschen Mist. Ja, ansonsten, wie gesagt, so vom Ausschauen her wird es werden, hoffe ich. Und ja, ich würde mal sagen, ich baue jetzt mal den Rest zusammen und zeige euch dann das Endergebnis. Hier nochmal kurz die Fliesen sehe ich. Ja, die haben schon auch Mikrokratzer drauf, würde ich sagen. Aber gut, das ist nicht nur bei Bluebix so, sondern auch bei anderen Herstellern. Okay, dann werde ich mal weitermachen. So, im Prinzip wären wir jetzt fertig. Aber ihr seht schon, hier liegen noch Einzelteile rum. Und ich möchte euch auch nur mal zeigen, warum. Hier diese Jumper Blade, das hier, ich zeige es euch mal hier, ja, also ein normaler Jumper Blade mit so einem Noppel da drauf, soll jetzt hier nämlich aufgesetzt werden. Und ich habe euch ja die Problematik eigentlich ja gesagt mit diesem Fenster, was wir da eingebaut haben, was ja nur auf diesen zwei Noppen da hängt. So, jetzt soll das hier drauf. Ja? Es ist ja drauf, aber es liegt nur drauf. So, was ist jetzt, wenn ich das reindrücke? Was passiert dann? Genau das. So, es ist ja also schon wieder Schwachsinn schlechthin. Ja? Also heißt es nämlich, weil das ja nur auf diesen zwei Noppen hängt, baue ich das jetzt selber drauf. So, also nicht eingesetzt. Muss wieder mein Deckel hier zusammenbauen. Ja, das ist der, das finde ich ganz gut gemacht, wenn die Akkubox da drin ist, dass man da auf und zu machen kann. Und dann setze ich das hier wieder drauf. So. Ja. Wobei, also auch mit dieser Akkubox frage ich mich, wie komme ich dann daran, um das aufzumachen?
Erstmal ist es schon ziemlich blöd gemacht hier mit diesem runden Teil da. Denn ne, ihr seht schon, wenn ich das zumache mit den zwei Noppen, das hält ja nicht wirklich. So, da ich das ja aber nicht mit dem Akku versehe, weil das mir zu blöd ist, einfach jedes Mal das auf und zu machen, habe ich mir gedacht, ne, das lasse ich mal lieber bleiben. So, gut, also das haben wir. Jetzt kommt dieses Teil da, dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so eine Fliese mit zwei Noppen, kommt jetzt noch hier ran. So, das ist auch in Ordnung. Das Dach habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet hier. Ja. Jetzt sollen diese, ich sage immer Dachrinnen dazu, diese 1x2, Moment, ich muss mal gucken hier, oder diese Teile hier, die sollen jetzt im Prinzip hier rauf. So. Und so. Und dann das Dach draufgesetzt werden. Und ihr seht schon, das ist ja auch wieder so eine Fummelarbeit, was auch nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, warum soll ich denn das laut Bauschritt so machen? Warum haue ich die nicht gleich alle aufs Dach drauf? Es ist doch wesentlich einfacher. Nein, das werden nur die ein, zwei daran gemacht und der Rest soll da dran gemacht werden, was ja sowieso auch schon sehr instabil ist. Ja, also hier die Fenster, ne, das ist ja auch schon relativ instabil. Also mache ich es doch lieber so, dass ich es gleich darauf setze und dann das alles in allem versuche. Und dann funktioniert es auch. Hoffe ich zumindest. Ja. Seht ihr, und das ist doch wesentlich einfacher, wenn ich das so mache. Da gibt es doch keine Probleme. Wobei, doch, es gibt ein Problem. Jetzt ist nämlich diese, mal gucken, wenn man scharf, ja, diese einmal, diese Fliese mit den zwei Noppen, die ist jetzt wieder runtergegangen. Alter, das, ich sag's euch, Leute, das ist ein Rotz. Echt wahr. Gut, aber man hat es jetzt wieder hingekriegt. So, nun setze ich jetzt noch die Räder wieder ein. So, einmal. Und zweimal. Dass wir langsam die Lok mal fertig kriegen. Hier noch dazu dieses Quergestänge hier. So, jetzt seht ihr, das ist auch nur hier an einer Noppe befestigt. Ja, also das ist auch. Ich weiß nicht, warum da so ein Flat-Silber-Ding drin ist, wenn es überhaupt keinen Halt hat, aber na gut. So, und jetzt noch vorne das Teil wieder ran. Halt, so rum. Und dann ist unsere V36 also somit fertig. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie sie sich im Kurvenverhalten, also im Kurvenfahren verhält, weil also ich denke mal so um die, ob die richtig so um die Kurve kommt. Ich weiß nicht. Das werden wir dann sehen. Die Sachen sind jetzt übrig, die vier. Und natürlich diese roten 1x1-Teile da, weil ich die habe ich jetzt nicht mehr angebracht, weil mir das einfach zu doof ist, dass die immer abfallen. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum die zwei Stück noch von den Dingern da drin war, von den dunkelgrünen. Aber gut, das ist mir egal. So, und jetzt zeige ich euch das mal im Ganzen noch. Ja. Optisch finde ich sie wieder sehr gelungen. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, die Bauanleitung oder beziehungsweise auch die Klemmkraft diesmal finde ich, naja, sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, optisch finde ich sie schon vollkommen okay als Güterzug, kein Thema. Okay, und nun passt mal auf, jetzt werde ich mir die verändern so ein bisschen. Habe ich nämlich hier schon
Schienen aufgebaut auf meinem kleinen Bautisch. Okay, einmal ankoppeln und dann geht's los. Ja, um die Kurve fährt sie. Andere Richtung. Ja, also es funktioniert. Das sieht man schon. Hopp, da geblieben. Ja, also funktionieren tut es. Sie fährt auch in den Kurven. So ist es nicht. Aber wie gesagt, der Bauspaß war jetzt eigentlich nicht so sehr hier vorhanden, weil mich das einfach manche Sachen sehr genervt haben. Ja. Ihr habt es gesehen, unsere V36 fährt, aber wie gesagt, ich würde sie mir jetzt nicht motorisieren, weil mir das einfach zu anstrengend ist, hier immer den Deckel da irgendwie aufzukriegen. Und wie schon gesagt, optisch ist sie wieder sehr gelungen. Also was das Design angeht, finde ich die Loks, die Bluebricks macht, wirklich gut. Da kann man nichts sagen. Bei der Klemmkraft, bei der Lok, da geht der Daumen schon eher so ein bisschen nach unten, würde ich sagen. Aber ja, auch dieses Modell landet bei mir einfach nur als Displaymodell in der Vitrine. Und somit schaut es einfach nur gut aus. Und das ist ja auch schon mal was. Ja, wie gefällt euch die Lok? Würde mich echt mal interessieren. Ich habe ja viel Kommentare zu dieser, zu dem Krokodil bekommen. Da gab es auch unterschiedliche Meinungen. Jetzt würde mich mal interessieren, was sagt ihr zu diesem Modell, zu der V36? Wie findet ihr die? Ist die optisch gelungen? Wie findet ihr dem, weiß ich nicht, das Design oder so? Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare rein. Würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten würde ich, wie üblich, sagen, bleibt gesund. Das ist immer noch wichtig. Haltet euch an die Regeln und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und Abo nicht vergessen. Und Daumen nach oben wäre auch toll. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ich sage ciao, euer Paul.